Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, einer weiteren Runde Hearthstone. Und wir werden mal hier den Paladin nochmal ein bisschen weitermachen. Übung macht den Meister, sagt man ja. Und deswegen machen wir unseren Murloc Paladin weiter. Und gucken mal, ob wir mit dem wieder so ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Wir haben wieder auf 18, Rang 18. Kokain. Neue Basisfähigkeit. Ja, vielleicht kriegen wir da eine ordentliche. Vielleicht im Zufall, bevor dem Bild hier doch noch. Ja. Ich fange mal mit den niedrigen an. Vielleicht ziehen wir noch zwei einer. Eins. Naja, fast. Sehr gut. Der hält jedes Mal. Den und den könnten wir nacheinander spielen. So, damit er gleich weiß, was hier abgeht. Gucken, was er dazu sagt. Ob er den direkt versucht wegzuditschen. Wahrscheinlich. Hat er einen? Ja. Er macht's aber so. Okay. So, dann haben wir den direkt weg. Damit warten wir mal noch. Wir haben auch noch die Münze. Ich könnte noch rein theoretisch vier Mana. Vier Mana in der nächsten Runde verhauen. Wir haben Ansturm einmal. Hier plus ein Angriff bringt mir. Erstmal nichts, wobei ich kann den dann wegrotzen. Aber ich muss so oder so. Obwohl ich geface. Ich wollte mir ja mal angewöhnen, mehr face zu gehen. Also er wird so oder so einen weghauen müssen. Das wird er auch machen. Er wird natürlich einen 1-3er wegnehmen. Ja, das hat er so oder so. Ah, ja, stimmt, genau. Der haut ja plus ein raus. So, dann machen wir den einmal. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Das möchte ich ihm eigentlich noch nicht gönnen. Wir könnten den raushauen. Und den. Oh, Mann. Nehmen wir Adalas und hauen mal seine beiden Wölfe weg. So. Kriegen wir in der nächsten Runde mindestens zwei Karten nochmal. Gucken, ob das gut geht. Am besten wäre natürlich, wenn er irgendwie 9 oder 10 Karten auf der Hand hätte. Er konnte nicht wirklich viel machen gerade. Jetzt schenken wir ihm ein paar Karten. So, pass mal auf, wir machen so. So. Ziehen wir den. Na, vielleicht macht das vielleicht einen Schaden. Wir ziehen uns erstmal eine Karte. Machen seinen Zauber auf jeden Fall weg. Aber selbstverständlich. Ja, genau. Und ich glaube, er wird jetzt hier diesen Flächenschaden des Schamanen raushauen. Diese 3 bis 4 okay, das sieht so aus. Achso, vielleicht, er hatte vielleicht auf Zauberschaden gehofft. Ich glaube, er macht Flächenschaden. 2 bis 3 oder so müsste er automatisch raushauen können. Nee. Okay, deswegen hat er einen rausgenommen. Nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Und dann hau ich den hier hin. Zack. Dann können wir nämlich mit einem. Es war immer blöd, dass ich die nehme. Aber selbstverständlich.
So. Mal gucken. Bisschen mehr, ein bisschen schneller Face. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass er wahrscheinlich Flächenschaden rausnatzt. Oder? Ah, ein, zwei Leute werden hoffentlich überleben. Jo. Sehr gut. So, und den können wir als nächstes spielen. Der zieht ein Wildtier, einen Drachen und einen Murloc aus eurem Deck. Okay, er hat auch eine Spottkarte. Die Menagerie ist nur für Gäste. Zack. Okay. So, wir können leider nicht fies gehen. Aber selbstverständlich. Aber hauen mal seinen Spott weg. So. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte zieht, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand. Mal gucken, ob wir den nächste Runde ausspielen können. Mal gucken, was er macht. Ich würde eigentlich gerne die Spottkarte hier auch nochmal zusätzlich hinlegen. Mal gucken, was er macht. Okay. Zauberschaden. Okay, er hat aber keinen Mana mehr. Wir machen jetzt 4 Schaden. Okay, wir nehmen den. Den. Dann könnten wir rein theoretisch, wenn er jetzt nichts Weltbewegendes macht, nächste Runde fertig werden. Ich mach mal seinen Zauberschaden weg. Lieber. Gucken, was er macht. Er braucht schon Flächenschaden und Spott. Beziehungsweise entweder oder. Er hat auf jeden Fall eine Idee. Okay, er versucht nochmal eine Karte zu bekommen. Oh, die hilft ihm. Mist. Weil er spielt sie direkt aus. Ja, okay, 2 Spottkarten. Das geht aber noch, ich glaube. Mal gucken. Varana Melons haben +2, +1. Das wird ihn richtig freuen. So, dann machen wir einmal den hier. Und dann haben wir gewonnen. Wir haben mit dem Pala endlich mal gewonnen. Das wurde auch mal Zeit. Wir können natürlich auch Glück gehabt haben. Siegersträhne vor allem. Yes. Und sind wir 19? Nein, sind wir nicht. Aber wir haben die Quest, einen Teil davon erfüllt. Und beim nächsten Mal, wenn wir gewinnen sollten, werden wir den Paladin auf 20 bringen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.